Wort hat Frau Abg. Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Natürlich ist Sprache eine wichtige Voraussetzung für eine berufliche Integration und für die gesellschaftliche Teilhabe. Und es ist natürlich auch wichtig, dass junge Geflüchtete, die neu in Deutschland angekommen sind, die Chance erhalten, möglichst schnell Deutsch zu lernen. Und in Hessen soll diese Aufgabe in den Berufsschulen mit InteA geleistet werden. Das Programm verspricht Integration durch Anschluss und, was ich besonders wichtig fände, für Abschluss. Wir begrüßen grundsätzlich, dass es in Hessen diese Möglichkeit gibt, Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger gezielt die deutsche Sprache zu vermitteln. Jetzt ist aber die Praxis so, dass da dennoch Anspruch und Wirklichkeit nicht so einfach übereinander zu bringen sind. Meine Damen und Herren, eine gute pädagogische Arbeit ist angesichts der teilweise extrem heterogenen Schülergruppen schwierig. Die Kolleginnen und Kollegen leisten hier eine besondere Arbeit. Und die Rahmenbedingungen dieses Sprachförderprogramms haben sich in den vergangenen Jahren jetzt nicht unbedingt verbessert. Der Herr Degen hat schon auf die steigende Klassengröße hingewiesen. Auch ich habe es sehr erstaunlich gefunden, dass die Landesregierung die Klassengrößen zu rechtfertigen versucht, indem sie Bezug nimmt auf diese umstrittene Studie des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie. Der behauptet, die Klassengröße habe nur einen geringen Einfluss auf die Lernleistung eines Kindes. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt es natürlich viel darauf an, wie die Lehrperson es schafft, die Potenziale der Schülerinnen und Schüler zu wecken. Und insofern mag es ja stimmen, dass die Klassengröße allein nicht ausschlaggebend ist. Aber man kann doch nicht einfach zugrunde legen, dass die Lehrkräfte die Möglichkeiten kleiner Lerngruppen didaktisch nicht nutzen. Und da gibt es dementsprechend auch viele anderslautende Studien. Die zeigen nämlich, wenn überhaupt eine Didaktik zur Anwendung kommen kann, die auf die Schüler eingeht und sie individuell fördert, sind kleinere Klassengrößen zwingend notwendig. Meine Damen, Sie machen selbst eine Ausnahme vom Klassenteiler von 20, und zwar bei den Alphabetisierungsklassen. Laut Erlass vom 9. November 2016 soll die maximale Klassengröße bei der Alphabetisierung bei 12 Schülerinnen und Schülern liegen. Und wir denken, das sollte nicht nur für die Alphabetisierung gelten. Die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger haben sehr unterschiedliche Vorbildungen, und nicht selten kommen sie mit einem Trauma oder mit Kriegserlebnissen hier bei uns an. Und sie haben während der langen Fluchtwege oft überhaupt keine Schulbildung gehabt und manchmal auch zuvor nicht, weil sie aus dem Kriegsgebiet kommen. Wenn ihre Lernvoraussetzungen beachtet und individuell gefördert werden sollten, oder sollen, dann sollte diese Klassengröße von 12 bei InteA-Schülerinnen und Schülern generell gelten. Diese pädagogisch sinnvolle Klassengröße würde 228 zusätzliche Klassen erfordern. Es entstünde dann natürlich auch ein Lehrkräftebedarf von 228 Stellen. Das kann man in der Antwort von der Großen Anfrage lesen. Und darüber sollte man dann auch, denke ich, nachdenken. Meine Damen und Herren, der InteA-Erlass vom 9. November 2016 ist bei vielen Lehrerinnen und Lehrern auf Unverständnis gestoßen, weil er ist nämlich widersprüchlich. Einerseits wird dort auf die Vorgaben verwiesen, die in der Verordnung über die Ausbildung und die Abschlussprüfungen in den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung stehen. Ich sage dazu jetzt in Zukunft BZB, weil es ist mir zu lang. Andererseits aber weicht der Erlass von diesen Vorgaben ab. So lässt der InteA-Erlass keine Abschlüsse nach der BZB-Verordnung zu, sondern es gibt nur externe Prüfungen zum Erwerb des Hauptschulabschlusses und des Realschulabschlusses. Und anders als bei PUSH oder beim BVJ werden bei InteA-Schülern Fächern wie z.B. Sport, Ethik oder Datenverarbeitung für den Abschluss nicht berücksichtigt. Und damit sind die InteA-Schülerinnen im Vergleich zu den Schülern in der Berufsvorbereitung benachteiligt. Und so verwundert es ja auch kaum, dass nicht so viele InteA-Schülerinnen wie erwartet einen Haupt- oder Realschulabschluss erreichen konnten. Darüber wurde ja auch schon gesprochen. Aber
Noch einmal zu dem Ziel von InteA: schneller Übergang in das duale System bzw. in eine andere Schulform bzw. in andere Bildungsgänge. Das ist das Ziel. Und ohne zumindest einen Hauptschulabschluss zu erreichen, ist dieses Ziel nicht zu erreichen. Deshalb denke ich, dass den Schülerinnen und Schülern der InteA-Maßnahmen die Chance nicht verwehrt werden sollte, gemäß der BZB-Verordnung einen Hauptschulabschluss zu erwerben. Das ist ja schon klar, aber das ist ja manchmal so organisiert, dass das von der Zeit her nicht hinhaut, wenn der Schüler besondere Probleme hat. Das ist ja nicht nur bei den Schülern so, die InteA-Klassen besuchen, sondern schon bei Förderschülern, die zum Beispiel einen Lernbedarf im Förderbereich Lernen einen Bedarf haben. So, dann kommen Sie und sagen, das deutsche Sprachproblem, das deutsche Sprachdiplom wäre eine Alternative. Und das kann aber, denke ich, keinen Schulabschluss ersetzen. Für den weiteren Ausbildungsweg ist doch zumindest der Hauptschulabschluss zwingend notwendig. Meine Damen und Herren, die GEW hat Anfang Februar 2017 auf die Belastung der Lehrkräfte in diesen Klassen ebenfalls hingewiesen. Es gibt keinerlei Konzeptionsstunden, wie etwa bei PUSH. Dennoch haben viele der sehr engagierten Kolleginnen mit großem freiwilligem Zeitaufwand schuleigene Konzepte entwickelt. Und warum haben sie das gemacht? Weil es keine einheitlichen Konzepte für InteA gibt. Es fehlt ein altersorientiertes und berufsorientiertes Sprachförderkonzept. Und Lehrkräfte benennen auch starre Altersgrenzen und dementsprechend unzureichende Abschlussmöglichkeiten als Problem. Auch die zeitaufwendige Betreuung der InteA-Praktika belastet die Lehrkräfte, genauso wie der hohe Beratungsbedarf der Schülerschaft und ihrer Eltern. Und wenn in den Klassen laufend Neuaufnahmen hinzukommen, die Zuweisung erfolgt bei InteA nämlich monatlich, erschwert das die pädagogische Arbeit zusätzlich. Die hohe Arbeitsbelastung und die Mehrarbeit sollten auch hier dringend zur Kenntnis genommen werden. Hier muss die Landesregierung nachsteuern. Notwendig sind Entlastungsstunden für die InteA-Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die Möglichkeit, den Sprachunterricht und sprachsensiblen Fachunterricht teilweise in Doppelbesetzung anbieten zu können, und auch mehr sozialpädagogische Unterstützung. Es muss ein altersgemäßes und berufsorientiertes Sprachförderkonzept entwickelt werden. Und nicht zuletzt muss man auch bei der Fortbildung der Lehrkräfte Angebote schaffen, die den Bedürfnissen von InteA-Lehrkräften entsprechen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich erteile das Wort Herrn Abg. Wagner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit Herbst 2015 steht unsere Gesellschaft und stehen natürlich auch unsere Schulen vor einer riesigen Herausforderung. Zehntausende, ja über 100.000 Menschen haben in Hessen Zuflucht gesucht, weil sie ihre Heimatländer verlassen mussten, weil sie vor Gewalt, vor Terror geflohen sind und hier nach Asyl und nach einer neuen Zukunft begehrt haben. Wir haben uns dieser Herausforderung gesellschaftlich mit dem Hessischen Aktionsplan für die Integration von Flüchtlingen und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gestellt. Wir haben uns natürlich auch schulisch dieser Aufgabe gestellt. Deshalb ist es ein Zerrbild, was hier von der Opposition gezeigt wurde. Wir haben systematisch die Sprachförderung an der allgemeinbildenden Schule ausgebaut. Wir haben sie systematisch an den beruflichen Schulen ausgebaut. Wir haben ein Angebot geschaffen für die 16- bis 18-Jährigen und haben dann das Angebot weiter ausgeweitet auf die 18- bis 20-Jährigen. Wir haben dann gesagt, wir hören damit nicht auf. Wir weiten die Angebote weiter aus in den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung für die 18- bis 22-Jährigen. Wir haben die neue Berufsfachschule für den Übergang in Ausbildung auf den Weg gebracht. Alles systematische Maßnahmen, wie wir Schritt für Schritt ausgebaut haben, die Sprachförderung und die berufliche Qualifizierung für Flüchtlinge, meine Damen und Herren.
Und es hört ja mit den beruflichen Schulen nicht auf, sondern es geht dann um den Übergang in eine Berufsausbildung und in den Beruf. Und auch hier haben wir neben den Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit die Anstrengungen des Landes Hessen weiter ausgebaut. Der Kollege Bocklet hat vorhin in der vorigen Debatte gesagt, wie sich die Zahlen für das Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudget in Hessen entwickelt haben. Hier kann man doch nicht davon reden, dass wir uns dieser Aufgabe nicht mit vollem Engagement angenommen haben. Wir haben Wirtschaft integriert auf den Weg gebracht, ein Programm, mit dem Flüchtlinge in Ausbildung und in Arbeit kommen. Wir bringen jetzt zum nächsten Haushaltsjahr Sozialwirtschaft integriert auf den Weg, um auch hier weitere Perspektiven zu eröffnen. Und das alles gehört doch zu einem Paket. Das, was wir an den allgemeinbildenden Schulen machen, was wir an den beruflichen Schulen machen, was wir dann aber auch in Ausbildung machen, damit eben keiner ohne Perspektive bleibt, sondern dass wir allen Menschen, die zu uns gekommen sind, auch tatsächlich eine neue Perspektive in unserem Land eröffnen können, meine Damen und Herren. Und jetzt wird die Debatte darüber geführt, um die Ausweitung des Rechts zum Besuch der beruflichen Schulen. Herr Degen hat jetzt in der Debatte heute wieder 27 Jahre gesagt, mal sind es 25 Jahre. Und ich frage mal, das ist ja eine spannende Debatte, ich frage mal, warum verfolgen wir bei der Integration von Flüchtlingen in die berufliche Ausbildung auf einmal wieder einen völlig anderen Ansatz, als wenn wir über die Reform des Übergangs von Schule und Beruf reden. Wir haben vor dem Thema Flüchtlinge intensiv auch in diesem Hessischen Landtag und in den fachpolitischen Debatten darüber gestritten, ob der Übergang Schule-Beruf und die vielen Maßnahmen, die wir an den beruflichen Schulen haben, wirklich zielgerichtet sind. Und haben eigentlich parteiübergreifend festgestellt, dass das Primat der beruflichen Ausbildung, das Primat der dualen Ausbildung gelten soll, dass alle Anstrengungen darauf gerichtet sein sollen, junge Menschen in eine duale Ausbildung in einem Ausbildungsbetrieb zu vermitteln und dass die Anstrengung eben nicht darauf gerichtet sein soll, junge Menschen in schulischen Warteschleifen zu lassen. Was hat sich daran jetzt eigentlich geändert? Warum wird jetzt wieder der alte Ansatz verfolgt, den wir eigentlich gemeinschaftlich schon als nicht richtig erkannt haben? Und deshalb ist es richtig, deshalb ist es richtig, dass der Ansatz dieser Regierung und dieser Regierungskoalition ein anderer ist. Wir sagen, wir wollen den jungen Menschen, jungen Erwachsenen die deutsche Sprache zunächst beibringen mit InteA, damit sie eine Chance zur Verständigung, zur Integration, damit sie eine Chance auf einen Ausbildungsplatz haben. Und dann legen wir das ganze Gewicht darauf, dass diese jungen Erwachsenen auch tatsächlich einen Ausbildungsplatz oder einen Arbeitsplatz finden. Und das schließt doch nicht aus, meine Damen und Herren, dass man dann schulische Abschlüsse auch nachholt. Aber wir setzen eben nicht auf immer neue Sondersysteme, auf immer neue Warteschleifen, sondern wir sagen, wir verbinden berufliche Ausbildung, berufliche Qualifikation mit dem Nachholen von schulischen Abschlüssen. Ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, meine Damen und Herren. Und wenn Sie mit den Flüchtlingen sprechen, dann ist das doch auch deren Bedürfnis. Deren Bedürfnis ist, dass sie sich möglichst schnell in die Gesellschaft integrieren können. Deren Bedürfnis ist, wenn sie 18, 19, über 20 sind, dass sie einen Beitrag zu dieser Gesellschaft leisten können, dass sie arbeiten können. Und deshalb verstehe ich nicht, warum wir diese uralte Debatte über das Recht auf Besuch der beruflichen Schulen bis 27 bei diesem Thema wieder hervorholen. Ich könnte es verstehen, wenn es sonst keine Angebote gäbe. Dann wäre ich ja bei dem Ansatz. Dann muss man sagen, okay, es muss ein Angebot geschaffen werden. Es darf niemand durch das Raster fallen. Aber die Förderlandschaft in Hessen ist eben genau darauf ausgerichtet, dass keiner durch das Raster fällt, sondern dass wir Angebote der geförderten Ausbildung haben
und dass wir Angebote zum Spracherwerb haben und dass wir für die jungen Erwachsenen, die dazwischen liegen, die Angebote, die Berufsgänge zur Bildungsqualifizierung, die BZB, Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung, langsam BZB, Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung, dass wir die eben massiv ausgeweitet haben und dass wir mit der Berufsfachschule für den Übergang in Ausbildung sogar eine eigene Schulform jetzt noch einmal geschaffen haben. Es soll eben niemand durchs Raster fallen, sondern alle sollen passgenaue Angebote finden. Und genau auf diesem Kurs sind wir. Natürlich sind Anpassungen notwendig. Natürlich ist nicht alles perfekt. Wie soll das auch sein angesichts einer Aufgabe und einer Größe einer Herausforderung, von der wir vor 2 Jahren noch gar nicht wussten, wie sie sich stellt? Natürlich sind immer Nachbesserungen möglich. Aber genau das haben wir gemacht. Und das werden wir auch weitermachen. Und ich glaube, wir sind hier auf einem sehr guten Weg. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kultusminister. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese Große Anfrage gibt eine gute Gelegenheit, um noch einmal zu unterstreichen, welche Bedeutung unser schulisches Gesamtsprachförderkonzept für Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Herkunftssprache hat. Es trägt unserer bildungspolitischen und empirisch belegten Grundüberzeugung Rechnung, dass das Erlernen der deutschen Sprache der Schlüssel zur Bildung und zur Anschlussfähigkeit in die Berufswelt und folglich auch für eine gelingende Integration ist. Und dieses Konzept zur durchgängigen Sprachförderung, das mit den Vorlaufkursen vor der Einschulung ansetzt, ja, das wurde bereits ab dem Sommer 2015 vorausschauend zum Schuljahresbeginn 2015/16 um den InteA-Baustein erweitert. Vorausschauend natürlich nicht mit Blick auf den großen Flüchtlingszustrom. Das konnte ja niemand vorhersehen im Sommer 2015. Vorausschauend meint, wir haben gesehen, wir brauchen diesen Schlussstein in unserem System, in unserem Gesamtsprachförderkonzept. Wir haben eine Klientel, wir hatten noch keine Vorstellung davon, wie groß sie werden würde, wie groß sich diese Herausforderung darstellen würde. Aber dass wir etwas brauchen würden für die Klientel der über 16-Jährigen, um sie eben auch an den beruflichen Schulen an die deutsche Sprache heranzuführen, das haben wir vorausgesehen. Und ich darf Sie nur herzlich einladen, unterhalten Sie sich einmal z.B. mit Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz. Die sind noch heute auf der Jagd nach einem solchen Gesamtkonzept und danach einmal ein Intensivsprachfördersystem einzurichten für die Menschen, die ja nach wie vor auch zu uns kommen. Die wären dankbar, wenn sie nur einen Teil von dem System hätten, was wir hier in Hessen vorausschauend installiert haben. Meine Damen und Herren, die Antworten zu der Großen Anfrage gewähren einen umfassenden Einblick in unterschiedlichste Bereiche von Organisation, Umsetzung und Struktur unserer Unterstützungssysteme. Ich will, dafür würden auch die 10 Minuten nicht reichen, jetzt nicht versuchen, das im Einzelnen zu rekapitulieren. Ich will mich einfach auf ein paar wesentliche Kernbereiche und natürlich auch auf die Korrektur einiger Fehldarstellungen konzentrieren. Ich beginne mit den Klassengrößen und mit der sozialpädagogischen und psychologischen Unterstützung unserer InteA-Schülerinnen und Schüler. Im Rahmen der InteA-Klassen ist gerade mit Blick auf die große Heterogenität der Schülerschaft eine äußere Differenzierung schon dahingehend angelegt, dass die Mindestzahl einzurichtender Intensivklassen an den 18 InteA-Schwerpunktschulen mindestens 4 und an den 66 kooperierenden Schulen mindestens 2 beträgt. Warum ist das so? Um bereits bei der Klassenbildung nach dem Sprachniveau einteilen zu können. Und zusätzlich wird seit dem Schuljahr 2016/17 bei jedem InteA-Standort pro 4 Klassen eine dieser Klassen als Alphabetisierungsklasse mit einer maximalen Klassengröße von 12 Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern ermöglicht. Wir stellen die Zuweisung bereit. Die Klasse wird niemandem oktroyiert, wenn die Zuweisung besser anders verwendet wird, weil niemand zu alphabetisieren da ist. Dann ist das für uns auch vollkommen in Ordnung. Die Flexibilität haben die Schulen. Aber wir stellen die Zuweisung bereit, weil die Erfahrungswerte einfach zeigen, im Schnitt haben wir ungefähr 20%, die eben noch der Alphabetisierung da bedürfen. Von den Alphabetisierungsklassen abgesehen beträgt die durchschnittliche Klassengröße bei InteA ungefähr 17. In der Tat liegt aber auch nur deshalb so hoch, weil wir über unseren gesetzlichen Auftrag hinaus im Rahmen des Hessischen Aktionsplans zur Integration von Flüchtlingen und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts freiwillig nicht schulpflichtige Flüchtlinge ab 18 Jahren bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres mit einem Kontingent von 3.000 Plätzen in InteA aufnehmen.
Das ist ein Angebot, mit dem wir von Anfang an gesellschaftliche Verantwortung übernommen haben und mögliche Lücken aus den Angeboten des Bundes aufgefangen haben. Wir werden da tätig, wo die Förderprogramme von Bundesagentur und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht greifen. Und gleichzeitig ermöglichen wir der primären Zielgruppe, nämlich den berufsschulberechtigten Seiteneinsteigern zwischen 16 und 18 Jahren, allen auch kurzfristig einen Platz in den TEA. Und deswegen muss ich auch schon sagen, also, auch wenn diese Klassengröße von 17 kritisiert wird, ich meine, ich kann ja verstehen, natürlich, man wünscht sich immer kleinere Klassen, 1 zu 10, 1 zu 12, was auch immer. Aber ich darf noch einmal daran erinnern, wir haben in diesen letzten beiden Jahren, das ist ja noch nicht so lange her, über 40.000 Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger zusätzlich in dieses System bekommen. Und wir haben die alle versorgt. Und wenn dann vielleicht für diese Seiteneinsteiger wir jetzt nicht eine Klassengröße von 1 zu 10 bereitstellen können, dann muss ich sagen, also das ist ein Kritikpunkt, der wird der Größe der Herausforderung, vor der wir gestanden haben und noch immer stehen, in keiner Weise gerecht, meine Damen und Herren. Wir haben die monatliche Nachsteuerung von Lehrerstellen eingeführt, von Anfang an, weil die Menschen einfach so kamen und ja auch nach wie vor so kommen, ja, wie sie da sind, weil wir ja nicht sagen konnten, wartet bis zum nächsten Schuljahr. Deswegen, das konnten wir und können wir auch nicht steuern, dass sie in die Schule gehen, dass sie eines schulischen Angebots bedürfen. Unsere einzige Möglichkeit zur Reaktion war und ist, wir reagieren. Und das hat es auch noch nie gegeben, dass man monatlich Lehrerstellen nachsteuert. Wir tun das nach wie vor für alle Intensivklassenstandorte. Und das ist auch eine Planungssicherheit, die in dieser Form bundesweit einmalig ist. Wir haben auch unsere Unterstützungssysteme immer besser aufgestellt. Die 0,2 sozialpädagogischen Stellen, die wir jetzt für alle in TEA-Klassen gewährleisten. Ja, sicher, man kann auch hier sagen, warum sind es nicht 0,4 oder 0,8 oder am besten eine sozialpädagogische Stelle pro Klasse. Aber wenn Sie sich anschauen, was der Standard auch der sozialpädagogischen Betreuung ist, dann ist das eine Menge, wenn wir einen Sozialpädagogen für fünf in TEA-Klassen bereitstellen, und das auch auf Dauer. Das sind alles Dinge, meine Damen und Herren, wie gesagt, wünschen kann man sich immer mehr, aber wir sollten das, was hier geschaffen worden ist und auch nach wie vor mobilisiert wird, auch und gerade an Ressourcen und an Engagement und an Einsatz natürlich auf Seiten aller Beteiligten, das sollten wir nicht kleinreden. Der schulpsychologische Schwerpunkt für Migration und Flüchtlingsberatung wurde auch ebenfalls erhöht, landesweit bereits im vergangenen Schuljahr von 11 auf 17 Stellen. Und auch damit haben wir die Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler wie auch für die Lehrkräfte gestärkt. Und wir sehen ja auch, dass diese Rahmenbedingungen wirken, dass unsere Lehrkräfte einen bemerkenswerten Kompetenzzuwachs in der wichtigsten Grundlage, nämlich der deutschen Sprache, erzielen können. Wir sehen das eben zum Beispiel an den Ergebnissen unserer Intensivklassenschüler beim deutschen Sprachdiplom, die deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegen. Und das deutsche Sprachdiplom Pro, das DSD 1 Pro, das speziell für das berufsorientierte Deutsch da ist, deswegen auch für die älteren Intensivklassenschülerinnen und Schüler, für die InteA-Schüler, das ist das, worauf wir auch den Schwerpunkt legen, weil es einfach den jungen Menschen am meisten bringt, so wie es auch die Partner des Bündnisses Ausbildung Hessen in ihrer Zusatzerklärung empfohlen haben, weil es die besten Voraussetzungen für die Aufnahme einer dualen Ausbildung bietet. Aber das ist nur eine von einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Lassen Sie mich aber noch einmal klarstellen, das Hauptziel der Intensivsprachförderung in den InteA-Klassen ist die Vermittlung ausreichender Deutschkenntnisse für einen raschen Übergang in die duale Ausbildung oder darauf vorbereitende Maßnahmen. Der Erwerb eines schulischen Abschlusses muss natürlich eine Möglichkeit sein, kann aber nicht das allgemein deklarierte Ziel von InteA sein. Wir müssten uns ja bei 20%, die mit dem Attribut wenig ausdifferenziert zugegeben, Analphabetinnen oder Analphabeten einer InteA-Klasse starten, auch eher wundern, wenn alle Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger die Sprachfördermaßnahme dann nach 2 oder auch 2,5 oder 3 Jahren mit einem deutschen Schulabschluss beenden könnten. Das ist einfach nicht möglich, meine Damen und Herren. Und 2015 war InteA natürlich auch für eine andere Klientel konzipiert. Wir konnten das ja eben in dieser Form nicht voraussehen. Deswegen mussten wir auch InteA an dieser Stelle umstellen. Aber deswegen ist es ja der Zusammenklang entscheidend von der Sprachförderung als erste und entscheidende Grundlage. Das leistet InteA und dann den Anschlussmöglichkeiten, die sich hinterher ergeben, je nach der individuellen Eignung, Befähigung der Lern- und der Lebensbiografie. Und dazu gehören die Möglichkeiten, hier einen Abschluss zu erwerben, aber sich z.B. auch einen Abschluss des Heimatlandes anerkennen zu lassen.
Und es gehören natürlich auch alle die Anschlüsse dazu, die die Landesregierung gemeinsam mit den weiteren Bildungspartnern in intensiver Netzwerkarbeit geschaffen hat. Da kann ich auch, möchte ich auch gerne das Wirtschafts-, das Sozial-, das Innenministerium mit einbeziehen, natürlich die Bundesagentur für Arbeit, die Kammern, die Verbände, die in dem Praxisbeirat zur Flüchtlingsbeschulung, die in vielen anderen Gremien auch mit daran mitwirken, einen bunten Strauß an Möglichkeiten zu schaffen, um eben den individuellen Lern- und Lebensbiografien der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, weil sie so unterschiedlich sind, auch entsprechend gerecht zu werden. Und trotzdem sehen wir auch weiter unsere Verantwortung für diejenigen, die in all diesem Strauß keinen Weg finden. Und deswegen haben wir, dafür bedanke ich mich auch noch einmal ausdrücklich bei diesem Hohen Hause, haben wir z.B. in den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung die 700 zusätzlichen Plätze geschaffen, genau für, um solche Schülerinnen und Schüler aufzufangen, die eben nicht den Weg in eine andere Maßnahme finden. Und wenn der Doppelhaushalt 2018-19 hier in diesem Hause auch so wie beantragt beschlossen wird, dann werden wir weitere 1.000 Plätze in diesen Bildungsgängen zur Verfügung haben, um dieser Klientel gerecht zu werden. Und deswegen, wenn wir uns die Zahlen anschauen, und ich weiß, bitte um Entschuldigung, wir haben sie wirklich, ich habe sie selber erst heute Vormittag auf den Tisch bekommen, deswegen konnten wir sie auch unmittelbar erst vor der Debatte übermitteln. Aber wenn wir uns anschauen, dass zum Schuljahresende 2016/17 1.328 Intensivklassenschülerinnen und Schüler in die duale Ausbildung oder andere Maßnahmen des Regelschulsystems gewechselt sind, und wenn wir uns dann anschauen, dass 32% davon, das sind die 422, den Hauptschulabschluss erreicht haben, dann finde ich, ist das eine verdammt gute Quote, wenn man sich die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler anschaut. Herr Minister, die Redezeit der Fraktion ist abgenommen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich komme auch zum Ende. Aber eine Zahl will ich noch nennen. Wenn wir uns auch anschauen, dass 394 Intensivklassenschüler und davon 350 aus InteA, das ist ja die Hauptklientel, den Weg in die duale Ausbildung gefunden haben, dann finde ich, auch das ist eine verdammt gute Quote. Und wir wissen alle, dass das erst der Anfang des Weges ist und dass die Herausforderung in den nächsten Jahren nicht kleiner wird. Aber die Ergebnisse dieses Jahres, und wir sehen jetzt die ersten Ergebnisse auch gerade der Sprachförderung, die wir mit InteA und mit den anderen Bausteinen unseres Konzeptes betreiben, diese ersten Ergebnisse, die wir sehen, die stimmen uns doch hoffnungsfroh. Die zeigen jedenfalls, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir brauchen weitere Anstrengungen. Das ist völlig unbestritten. Wir können mit Sicherheit auch noch an der einen oder anderen Stelle etwas optimieren. Aber auf dem richtigen Weg sind wir auf jeden Fall unterwegs. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das Wort hat der Abg. Schäfer-Gümbel, die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet in dieser Debatte, als Herr Kollege Wagner von einem Zerrbild sprach, das die Opposition angesichts der Großen Anfrage hier zeichnet. Danach hat der Minister von einer Jagd nach dem Gesamtkonzept gesprochen, wo andere Bundesländer nach Hessen schauen würden und völlig begeistert wären über das, was hier passiert, dass das einmalig sei. Vorsicht! Sie sollten abwarten, was noch kommt. Das glaube ich nicht, dass Sie wissen, was kommt. Es wird heute vielleicht etwas überraschender für Sie, dass das einmalig ist, was Sie hier tun, dass Sie Flüchtlinge schnell integrieren wollen. Der Herr Wagner ist am Ende an einer Stelle ein bisschen vorsichtiger geworden, als er gesagt hat, man sei aber nicht perfekt. Ja, ich will es nur deswegen anführen, weil Sie natürlich wissen, dass Sie sich hinter Ihrer Statistik nicht verstecken können. Ich will sehr persönlich deswegen heute hier in dieser Debatte das Wort ergreifen. Der eine oder andere in diesem Raum weiß, dass meine Frau seit 2,5 Jahren Vormund eines Flüchtlingsjungen ist, der das System durchlaufen hat. Insofern habe ich einen sehr persönlichen Blick auf das, was da passiert und was dort nicht passiert. Und ich muss Ihnen sagen, ich ertrage diese Sprechblasen nicht mehr im Zusammenhang gerade mit diesem Konzept. Dabei teile ich alles, was gesagt wurde, zu dem überbordenden Engagement von vielen Lehrerinnen und Lehrern, ohne die das nicht funktionieren würde, dass das eine besondere Situation ist, in der wir gemeinsam versucht haben, Strukturen zu bilden. Aber Sie werden mit Ihren Statistiken nicht abbilden können, um was es geht. Wenn dann der Kollege Wagner hier erklärt, nach dem Motto, alte Schlachten,
schulische Warteschleifen, Superprogramm Wirtschaft integriert, Sprachförderung sei super, Eintrittelquote sei großartig, 27 sei der falsche Zugang. Warum haben wir denn über die 27 zum Beispiel geredet? Also den Zugang 27 Jahre in diese Systeme. Weil es junge Erwachsene gibt, die schlicht und einfach nicht mit 14 hierher kommen oder mit 16 und man deswegen vielleicht Systeme bauen muss, bei denen man später anfangen kann. Und ich erinnere mich gut daran, wie wir diese Frage mit dem Ministerpräsidenten, Herr Wagner, jetzt rede ich, Sie können ja gerne nach vorne kommen, Sie sind herzlich eingeladen, Sie wissen, ich nehme in dieser Woche jede Zeit, die Sie brauchen. Wir haben in den ersten Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten, als es um die Frage 27 Jahre ging, immer einen zentralen Konflikt. Er hat immer dagegen sich ausgesprochen, weil er gesagt hat, er sieht nicht, wie wir die Ressourcenfrage lösen. Und das Argument nehme ich auch ernst. Und trotzdem gibt es viele, die in der jetzigen Systematik durchfallen. Und deswegen ertrage ich dieses Statistikgelaber nicht mehr. Ich kann es wirklich nicht mehr hören, weil Sie damit ignorieren, dass Menschen durch diese Statistiken nicht abgebildet werden. Sie können Ihre eigene Propaganda klauen. Beim Thema Sprachförderung, Herr Minister, erlebe ich gerade in dem Programm Wirtschaft integriert, dass viele Handwerksbetriebe mir vor Ort sagen, dass die Kürze der Ausbildungssituation in InteA eben die entsprechenden Sprachqualifikationen nicht liefert und dass es keine wirkliche Lösung dafür gibt. Nun glaube ich, dass man in der Tat nicht irgendwelche institutionellen Lösungen einfach backen kann. Und ich bin gerne bereit, mit Ihnen weiter darüber zu reden, was mögliche Antworten und Lösungen sein können. Aber ich bitte sehr darum, dass dieses Verstecken hinter der Statistik, was Sie alles erreicht haben, gerade angesichts einer Situation, in der viele eben durch das Raster fallen, dass Genau. Und wie viele fallen durch, Herr Bocklet? Wir reden hier über einzelne Menschen. Und ich will nur dafür sensibilisieren, Sie brauchen nicht abzuwinken, Herr Bocklet. Ich will nur dafür sensibilisieren, dass Sie sich mit Ihrer Statistik, hinter Ihrer Statistik nicht verstecken sollen. Weil es geht nicht darum, wenn wir hier eine solche Anfrage einbringen, Zerrbilder zu zeichnen, sondern darauf hinzuweisen, dass es eine ziemlich große Aufgabe gibt, die mit den Instrumenten, die wir im Moment einsetzen, nicht gelöst werden kann. Dass wir auf einem guten Weg sind, einverstanden. Aber dass mehr kommen muss und dass die Frage, was am Ende möglicherweise bessere Antworten sein können, sich wahrscheinlich nicht alleine dadurch abbildet, dass Sie hier Statistik über Statistik vortragen, die aber am Ende nicht aufzeigt, dass ganz viele durch das Raster fallen. Und wenn wir den Integrationspunkt an dieser Stelle, ich kann Sie belegen, Herr Wagner, ich kann Sie belegen, weil ich ziemlich viele von denen kenne, dass die Integrationsfrage nicht mit Ihrer Statistik gelöst werden wird. Herzlichen Dank. Damit ist die Große Anfrage besprochen, weil keine Wortmeldungen mehr vorliegen.